Durchsuchungen bei der Adkada-Gruppe. In den Geschäftsräumen der Adkada-Gruppe in Wendwisch bei Rostock und in Liechtenstein kam es vergangenen Donnerstag zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen von Dokumenten. Hintergrund der Aktion ist der Verdacht auf Verstoß gegen das Kreditwesengesetz. Zwei Manager der Unternehmensgruppe stehen hierbei im Fadenkreuz der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Rostock. Das betroffene Unternehmen möchte sich verständlicherweise zu den Vorwürfen nicht äußern. Aus unserer Sicht überrascht uns eine derartige Maßnahme der Staatsanwaltschaft wenig. Schließlich befand sich das Unternehmen schon seit geraumer Zeit im Fokus der liechtensteinischen und der deutschen Finanzmarktaufsicht. Wir möchten hier natürlich aber auch darauf hinweisen, dass bis zu einem endgültigen Verfahrensabschluss die Unschuldsvermutung gilt. Mit einer derartigen Nachricht wird es das Unternehmen nun noch schwerer haben, Geld von Anlegern einzunehmen. Zumal es unserer Meinung nach auch verpflichtet ist, einen potenziellen neuen Anleger über die laufenden Ermittlungen in Kenntnis zu setzen. Ob diese auch Auswirkungen auf die aktuellen Anlagen haben werden, wird sich noch zeigen. Ein solide wirtschaftendes Unternehmen sollte das aber verkraften können. Für die Anleger heißt es jetzt auf jeden Fall aufmerksam sein. Sie sollten versuchen, ihr investiertes Kapital zu sichern. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass derartige ermittlerische Maßnahmen geschäftsgefährdende Auswirkungen haben.